Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Gangbox von Takt 32. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gang von Takt 32, das erste Release bzw. die erste Box von Takt 32. Und wir sehen schon gleich auf den ersten Blick, diese Box ist etwas ungewöhnlich, denn wir haben hier vorne eine Schablone angeklebt. Dazu kommen wir gleich noch. Schauen Sie jetzt mal ganz kurz die Box an sich an. Also, wir haben hier Takt 32, den Schriftzug und hier fünf Gesichter, fünf verschiedene Facetten des Künstlers. Also wir haben hier einmal mit Zensurbalken vor dem Gesicht, dann einmal hier mit einer Maske, mit einer Atemschutzmaske, mit einer Gasmaske, je nachdem. Dann einmal hier regulär mit Hoodie, sage ich mal. Dann hier nochmal mit Maske bzw. Bandana und einmal mit Sonnenbrille. Fünfmal Takt 32 und zwei Wölfe. Gang steht hier, Gang, Gang. Takt 32, mir vor allem bekannt aus Rap am Mittwoch, muss ich ehrlich sagen, davor kannte ich den guten Mann noch nicht. Gang. Und hier unten noch die Credits bzw. ein Barcode. Okay, wir schauen gleich mal, was wir in der Box an Inhalt haben. Also wie gesagt, wir haben einmal diese Schablone, diese Vorlage, also die eignet sich zum Beispiel zum Sprühen. Das heißt, die wird dann irgendwo aufgelegt oder an die Wand gehalten und dann, wenn man jetzt mit einer Dose hier sprüht, würde dann natürlich Takt 32 dort stehen. Dann haben wir ein T-Shirt, das Album im Super Jewel Case, eine Gang-Karte, also eine Member-Card, ein Poster und Sticker. Und zwar haben wir 1, 2, 3 Sticker an der Zahl, allesamt mit Takt 32 Gang in rechteckiger Form. Gut, die Box ist so eine schlichte Klappbox. Jetzt habe ich die Seiten vorher noch gar nicht gezeigt. Also Takt 32 steht hier unten Gang Limited Gang Edition. Und auf dieser Seite nochmal Takt 32 und Gang. Ansonsten unten und oben glatt. Okay, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Super Jewel Case, gefällt mir sehr gut. Und das Cover kennen wir schon von der Box. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist, 21 Tracks. Wir haben Features von FX, Liquid Walker, Dissech, keine Ahnung, kenne ich um ehrlich zu sein nicht. Dann nochmal Dissech und Marvin Game. Mein Lieblingstrack, der mir jetzt speziell hängen geblieben ist, ist Nummer 16 im Rausch mit Liquid Walker und Dissech. Auch hier wieder die Credits und ein Barcode. Und dann haben wir das Ganze von innen. Wir haben hier einmal natürlich ein Booklet. Das Booklet sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier, schwer zu lesen, nur der Glaube lässt unser Gewissen, ist die Frage, was hier steht, lässt unser Gewissen irgendwas. Hoffnung ist nur eine mindere Form des Glaubens, die an einer Illusion festhält. Der verbreitetste Glaube ist der an Worte und das Wort ist Gang. Ah ja, das ist auch das Intro vom Album. Stimmt schon. Dann haben wir noch eine Porträtaufnahme. Dann hier weitere Passagen. Also das Album ist, mal ganz kurz die Tracklist zeigen,
ist auch so unterteilt in einzelne Kapitel. Also wir haben hier zum Beispiel Kapitel 1, da ist diese Ansage, dann haben wir Kapitel 2 und Kapitel 3. Also es sind immer so quasi Zwischenansagen, so wie so Textskizze einfach. Da eben die jeweiligen Ansagen der Kapitel abgedruckt. Die Danksagung. Und hier am Ende noch dieser, ja, Wolf. Also der gefällt mir richtig gut so vom Design her. Ist auch auf dem T-Shirt dann drauf. Okay, Booklet geben wir zurück in die Hülle. Die CD sieht folgendermaßen aus. Tag 32, Limited Gang Edition, Gang. So sieht das aus. Und dann haben wir eine CD Nummer 2 mit den Instrumentals. Dieser in Rot und Schwarz. Und hier hinten wieder dieser Wolf. Dann haben wir diesen Sticker in dreifacher Ausführung, also weiß bzw. hellgrau und rote Schrift darauf. Tag 32 Gang lesen wir hier. Relativ groß, rechteckiger Form. Und wie gesagt, das alles dreimal. Dann haben wir die Gang-Karte. Kiezkunst Member steht hier. Gang. Diesem roten Zierrahmen und hier auch wieder diesem Wolf-Logo. Auf der Rückseite eine, ja, ich sag mal Seriennummer, eine Kartennummer und auch hier wieder Kiezkunst und Tag 32. Ich glaube, das ist jetzt kein Code, also es erfüllt keine spezielle Funktion, ist einfach nur, um die voneinander zu unterscheiden mit den anderen Karten. Ja, die Sprühervorlage, die Schablone habe ich schon kurz hergezeigt, sieht so aus. Tag 32. Das ist eben Plastik. Und das wurde hier mit so kleinen Klebetröpfchen an der Box angebracht. Also alle, die irgendwie mit Graffiti oder so weiter zu tun haben, die wissen auf jeden Fall, wie das einzusetzen ist. Dann haben wir das Poster. Nicht aufbekommen. Kleben. So, aber jetzt. Gang, Takt 32. Also, es ist ein Poster im Hochformat, einseitig bedruckt. Und ich muss sagen, rein so vom Motiv gefällt es mir richtig gut, weil es keine normale, ich sag mal, Abbildung oder Fotografie ist, sondern das Ganze wirkt eher so wie ein, ja, wie ein Bild mit Wasserfarben gemalt, beziehungsweise mit Bleistift. Ich schätze mal, das wurde auch nur mit Wasserfarben und Bleistift gemalt, bis eben auf den Gegenschriftzug und den Tag 32 Schriftzug. Aber gefällt mir gut, gerade dieses Schwarz-Rot in Kombination und dann hier der Wolf und hier Tag 32, aber speziell der Wolf, den finde ich sehr gelungen und Wölfe in meinen Augen immer eine sehr gute Idee. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box das Shirt. Sieht so aus. Und das gefällt mir mal echt, echt gut. Weil, wie gesagt, ich stehe echt auf Wölfe. Und gerade die Kombination Schwarz, Rot und Weiß, top. Gefällt mir richtig, richtig gut. Neckprint haben wir keinen. Allerdings haben wir dafür auf dem linken Ärmel hier die Aufschrift Takt 32. Wir haben es zu tun mit einem Gilden Softstyle in Größe L, 100% Baumwolle, made in Honduras. So sieht das aus. Schauen wir uns gleich nochmal an, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie das Ganze im Detail aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier auf der Brust diesen großen
Kopf, diesen Wolfskopf und hier unten noch der rote Balken mit dem Schriftzug Gang. Und dann haben wir hier noch auf der Seite Takt 32 am Ärmel, also hier links Takt 32, der kleine Schriftzug in Rot gehalten. Schönes Detail, gefällt mir richtig gut so im Gesamtbild. Und wie gesagt, da ich generell ein Fan bin von Wölfen, werde ich dieses T-Shirt auf jeden Fall mal tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal dieses T-Shirt mit dem Wolf, das Poster im Hochformat, den Sticker in dreifacher Ausführung, diese Sprühervorlage, Schablone, Takt 32, die Gang Member Card. Wow, jetzt ist mir das Album auch noch runtergefallen. Alles gut. Das Album im Super Jewel Case inklusive Instrumental CD. Das alles in dieser wunderbaren Box. Gang von Takt 32. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Takt 32 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.